Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, seht ihr nichts außer meine Blaulichtbrille, die ich jetzt jede Früh für 20 Minuten aufsetze, dass der Körper schnell merkt, dass der Tag jetzt losgeht. Auch wenn es draußen noch stockdunkel ist, die Sonne geht hier so gegen 7 auf, heute ist es 6 Uhr und wir nähern uns jetzt so Tag von Tag zur Rennmorgen-Aufstehzeit an. Wir, sage ich, weil mittlerweile bin ich nicht mehr alleine, wie auf Kommando. Ich würde ja gerne mal in Ruhe schlafen, Herr. Ja, es tut mir ein bisschen leid, weil die erste Woche konnte ich noch ganz normal ausschlafen eigentlich. Da war Sebastian noch nicht da. Prompt kommt er, geht eben das, ja, wird das Morgenritual jetzt von Tag zu Tag um 30 Minuten nach vorne verschoben. So, ich melde mich nochmal, wenn die Lichtverhältnisse etwas angenehmer sind. So, Freunde. Ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal wieder, wenn die Lichtverhältnisse besser sind. Also Triathlet mit Aerohelm im Training, das ist richtig peinlich. Ja, ich bin schon die ganze Zeit hier peinlich unterwegs, deswegen ist der Ruf erst ruiniert, lässt sich auch im Training mit Aerohelm fahren. Ich fahre jetzt so 2,5 Stunden, nochmal mit kleineren Spitzen eingebaut und ja genau, Sebastian, was machst du eigentlich? Erstmal mal Angebot. Und dann gehe ich einen Roller holen. Vielleicht finde ich dich dann noch. Probierst du das noch, den zu holen? Ja. Okay. Gestern waren wir schon zusammen schwimmen. Das war gut. Davon gibt es ein paar Eindrücke. Hola. Hola, ¿qué tal? Wort verzettelt. Erstmal nicht zu zeigen, wie es ist, wenn man allein schon ist. Das ist nicht so. Weil ich finde, dass man das langsam macht. Das ist auch ein bisschen wie ein bisschen hier wieder schon. So. Ausfinden. Ja, das ist auch ein bisschen ready? Ja. Ja, nach dem Schwimmen gestern haben wir uns erstmal hingelegt. Ich habe ganz großspurig gesagt, ich will dann relativ schnell mit dem Laufen auch anfangen. Das hat dann anstatt irgendwie so, was ich mir gedacht habe, so eine Viertelstunde, hat es glaube ich 3 Stunden gedauert. Also wir haben ein bisschen längere Siesta gemacht und dann bin ich 10 Kilometer, waren es glaube ich insgesamt gelaufen, kurzes Warm-up, dann eine Treppe, bis ich glaube so 30 Sekunden, 3:05 dann hinten raus, kurz Pause und dann zweimal Race Pace gelaufen. Sebastian hat Laktat abgenommen. Genau, das seht ihr hier. Ja. Ich mach trotzdem einmal ein bisschen. Bist du Finger oder? Nochmal Fingerbeere. Rechte Fingerbeere. Oder ganz nach links machen, wenn du. Hast du dich selber machen? Ja, mach selber. Okay. Und das Ganze noch nutzen. Wie findest du das? Ja? Ja, die Minute war 3:12 laut. Und die 30 Sekunden dann. Okay. Soll ich nicht dran? Ja, drück dann nochmal den ersten weg. Soll ich das? Jetzt schon der zweite. Und nochmal. Und dann den nächsten nehmen wir. Ruhig ein bisschen mehr. Ja. So zwei Leute. Ja. Das ist alles schwierig, was ja. Es gibt noch. Nee, 1,1. Sehr gut. Dann mach die 5 Minuten Pause noch voll. Dann lauf jetzt 5 Minuten nach. 5 Minuten dann den ersten. Nein, 10. 10 Minuten? 10 Minuten? Okay. Ja, nee, schon 5. Ja, jetzt, sorry, wir hatten 3, ne? Ich war beim Radfahren, ja, Entschuldigung. 2x3, genau. Genau. So, ich lauf jetzt 5, 2,5 aus. Da willst du in die Richtung laufen? Weil dann hast du es ein bisschen bergab. Ein bisschen in die Richtung kommst du aber realistisch zurück, weil hier geht es ja schon bergab zurück. Ja, es ist eh mit Wind ein bisschen unterschiedlich. Ich habe eh Rückenwind in die Richtung. Also dann laufe ich zuerst in die Richtung. Ja, und nach 5 Minuten bist du wieder hier. Ja. Und wenn es 4 Minuten 50 sind, ist es auch nicht schlimm. Oder 5 Minuten 10. Ja. Und was soll ich laufen? Hm? 3:40 oder eher? Dann machen wir 3:40. Ja. Und dann können wir die zweiten noch überprüfen.
nichts mehr. Ja, nee, ich glaube, das macht so mehr Sinn. Läufst du immer nur Runden? Wie oder? Laps. Noch einen großen weg und den nächsten nehme ich. Komm mal ran. Hier kannst du rein tun. Machen wir wieder Lactat-Porträt. 3, 2, 1, weniger. Er braucht 4. Mein Gerät misst immer richtig. Dann nehmen wir noch einen. Einfach nur zur Sicherheit. Ich weiß leider nicht, was Error 4 ist, um ehrlich zu sein. Aber jetzt ging der Tropfen auf echt viel so oben drauf, ne? Soll ich mal versuchen drauf zu machen? Ja, warte. Jetzt. Ja. Wird immer irgendwie dahin versagt. Okay. Aber halt. Pass auf, da kommt Fahrer. 1,2. Ja, top. Das war jetzt? 3,40 im Exakt. Ja, zack, okay. Jetzt? Okay, dann 3 Minuten 35. Ja. Nochmal gleich. Also in die Richtung wieder zurück. Trabpause, ja. Ja, und heute ist jetzt dann Dienstag. Das heißt, ja, die Rennwoche ist irgendwie schon so in Full Swing. Und Vorfreude steigt so langsam. Sebastian, wie sind deine Eindrücke? Ist schön hier auf Koh Samui, muss man sagen. Oder was soll ich noch zu Training sagen? Ja, wenn du möchtest. Training, ja. Also gestern der Pacing-Test, den fand ich gut. Ich denke, das war sinnig. Das war auch, die Werte waren top. Ansonsten denke ich, ja, jetzt steht die Erholung im Vordergrund, angepasst Piste. Und ja, ich stehe hier schon richtig verschmiert mit Sonnencreme und so weiter. Ja, es ist hart hier, ne? Also ja, es ist hart. Hartes Leben. Es ist es, ja, genau. Also uns hat es wirklich ganz hart erwischt. 20 Minuten habe ich. Jetzt bin ich schon ein bisschen aus der Startsandige rausgefahren. Hier ist dann auch deutlich weniger Verkehr. Aber Leute, alle fair, finde ich. Auch gar keinen Stress gehabt irgendwie mit Autos, die zu nah vorbeifahren oder Roller. Ja, ansonsten habe ich gerade so 190 bis 210 Watt und war so 42. Ja, gerade wollte ich auch beinahe sagen, es ist relativ mild heute. Da habe ich ja nochmal geschaut, es sind doch auch 31 Grad. Gerade eben kommt die Sonne auch wieder raus. Dann fühlt sich es gleich wärmer an, aber es ist ein bisschen bewölkt heute. Es soll auch im Laufe der Woche noch ein bisschen Niederschlag geben. Genau. 3, 2 und 1 Minute Belastung soll ich noch fahren mit gleicher Pause. Den ganzen Block zweimal. Außer ich sage, es reicht nach einmal, dann kann ich das auch so machen. Genau, Gesamtwert 2,5 Stunden, habe ich schon gesagt. Und ja, Puls mittlerweile auch wieder wirklich im normalen Bereich. Jetzt noch unter 140, also 210 Watt. Und in die Kamera sprechen, das ist ein gutes Zeichen. Aber ich sag mal so, wer einen technischen Kurs möchte, ah, der ist auch großenteils falsch. Also es geht viel geradeaus. So, jetzt bin ich mittlerweile am anderen Ende der Insel. Und hier hat man dann direkt von der Strecke den Blick aufs Meer. Ersten Durchgang, Intervalle habe ich auch. Im zweiten Block mache ich ein bisschen lockerer. Aber beide sind gut. So, auf der Strecke bin ich jetzt quasi schon ziemlich kurz vor San Miguel. Das heißt, ich werde gleich umdrehen, habe jetzt eine Stunde 15, 47 Kilometer. Habe schon die 3 Minuten aus dem zweiten Belastungsblock gefahren und drehe jetzt dann gleich um, bevor es in die 2 Minuten geht. Dann melde ich mich nochmal.
gesehen habt, hat Sebastian mich auch noch gefunden. Der hat sich einen Roller ausgeliehen. Und dann haben wir noch ein bisschen Motorpacing gemacht. Aber nur die letzten paar Minuten. Und insgesamt war ich jetzt 2 Stunden 28 unterwegs. 96 Kilometer. 38,9 km/h im Schnitt. 151 Höhenmeter. Na, sauber. Das war ganz gut. Jetzt steht heute Nachmittag noch eine Runde Freiwasserschwimmen an. Da fahren wir wahrscheinlich irgendwie auf die andere Seite von der Insel. Also es gibt so ein paar Spots, die ein bisschen besser sind zum Schwimmen als hier direkt bei uns vor der Haustür. Da werden wir uns dann später auf den Weg hin machen. Dann gibt es noch ein paar Aufnahmen von da. Dann sage ich Grüße. Ja, jetzt habt ihr nochmal gesehen, wie unfassbar klar das Wasser ist. Es ist wirklich ja, so ein bisschen paradiesisch hier, das denke ich, kann man schon sagen. Das wird auf jeden Fall jetzt meine letzte Videomeldung vor dem Wettkampf dann sein. Der ist jetzt dann auch schon am Sonntag, also wirklich nur noch ein paar Tage. Genau, also an der Stelle dann schon mal vielen Dank fürs Daumen drücken. Wenn ihr das tut, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Hilft mir schon auch immer zu wissen, dass viele Leute mitfiebern. Und genau, dann beißt man doch noch mal ein bisschen fester auf die Zähne. Und ja, dann werde ich mich auf jeden Fall zeitnah nach dem Rennen melden, weil der eine oder andere gefragt hat, es wird kein, also ich gehe davon aus, dass es keinen Livestream gibt. Ich denke, sonst wäre es auch gegenüber uns schon kommuniziert worden. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen, habt ihr über den Live-Tracker. Vielleicht schaffen wir es irgendwie vom Rennen mal, dass Sebastian was in der Story postet, irgendwie bei sich oder bei TC oder PA oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, gibt's ja einige bei der Triathlon Crew. Also genau, schaut da gerne auf den Kanal. Und ja, genau, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat hier aus San Miguel auf Cozumel. Peace. Ja, ich muss jetzt vor allem out auf die aus der nassen Badehose.